Auf dieser Regionalkarte sehen Sie den Bereich mit Farbe skizziert, wo wir in diesem Kapitel unterwegs sind. Der Traunsee ist nur mehr 3 Kilometer entfernt. Auf dieser Traumbrücke verlaufen Gas- und Stromleitungen ins 2 Kilometer entfernte Kalkwerk. Das Betreten der Brücke ist strengstens verboten, da dieser Übergang Privatbesitz der Kalkfabrik ist. Thank you.
Die Gemeinde verfügt laut Volkszählung jener 2004 über 8.278 Menschen. Die Gesamtfläche von Emse beträgt 195 Quadratkilometer. Die Meereshöhe im Bereich des Kirchturmes sind 443 Meter über dem Meeresspiegel. Über die letzte Traunbrücke führt die Salzkammergut-Bundesstraße B145 über die Traun. Da auch schwere LKWs den Übergang benutzen, wurde diese Brücke extrem stabil gebaut. Wir befinden uns am Mündungsdelta des Traunflusses. Das Gewässer erreicht hier eine Breite von 100 Metern. Dafür ist die Traun nicht mehr als 50 cm tief. Der Traunsee besitzt eine Länge von 12 km, die Breite jedoch beträgt nur 3 km. Mit der Fläche von ca. 30 Quadratkilometer ist der Traunsee hinter dem Attersee der zweitgrößte See in ganz Oberösterreich. Dafür verfügt der Traunsee mit seinen 191 Metern die größte Tiefe. Traunkirchen wurde schon in der Steinzeit von Menschen besiedelt. Urkundlich wurde diese Ortschaft im Jahre 909 nach Christi durch König Ludwig erwähnt. Dieses Dorf gehörte früher der Kirche. Später wurde es eine eigenständige Gemeinde. Traunkirchen liegt 5 km nördlich von Ebensee und 10 km südlich von Altmünster. Die Fläche der Ortschaft beträgt nur 18 Quadratkilometer. Es leben dort laut Volkszählung jener 2004 1761 Menschen. Die Meereshöhe im Bereich des Gemeindeplatzes beträgt 433 Meter über dem Meeresspiegel. Altmünster liegt ca. 2 km südwestlich von Gmunden
und 50 Kilometer nördlich von Ebensee. Diese Gemeinde verfügt laut Volkszählung im Jahre jener 2004 9.537 Einwohner. Die Fläche beträgt ca. 79 Quadratkilometer. Die Meereshöhe von Altmünster im Bereich der katholischen Kirche beträgt 442 Meter.